Da hinten der Baum wächst auch nicht. Den haben wir jetzt schon so lange da stehen und der wächst einfach nicht. Total bescheuert. Ein Loch. Kann man die Äpfel essen? Ja, ne? Stimmt. Mal testen. Brauchen wir eh nicht. Ja, du kannst auch einen Apfel haben. Hier. Friss ihn. Ha. Lecker. Ich mag so gerne Äpfel. So. Das Wasser ist schon wieder gefroren. Tja. Und so weiter, ne? Jetzt ist natürlich doof mit dem Warten. Hier kommt gar kein Zeppling. Doch, einen habe ich. Wo ist die Lava hin? Ach, da. Nun entzünde doch mal. Ich habe schon 9 Zeppelings gesammelt. Aber wir haben keinen Platz, um weitere Bäume anzupflanzen. Wir können hier hinten wieder einen hinbauen. Und hier wieder einen bauen. So. Ich will jetzt, dass dieses doofe Portal angezündet wird. Ich möchte gerne gucken, was da uns auf uns wartet im Nether. Und jetzt, sonst können wir jetzt überhaupt nichts... Nether werden wir erstmal kaputt gehauen. Ach ja, wir sollten uns mal Waffen machen, ne? Aber jetzt habe ich gerade schon alles Kuppel verbaut. Verdammt. Stickies machen. So. Ich mach mal ein Holzschwert. Hier sind Schwerter. Ich tu mal welche da hier rein. Ist gerade auch welche gemacht. Okay, ich habe gerade welche aus Holz gemacht. Kannst du behalten. Nett. Ich muss mal was trinken, einen Moment. Gerade sehr, sehr trockenen Hals. Da, es brennt! Es Super. Brennt! Ich war live dabei, es hat angefangen zu brennen. Und jetzt? Jetzt muss das aber da drauf übergehen, ne? Dann muss der andere noch brennen. Es ist ausgegangen. Geil. Also es ist nicht ausgegangen, es ist verbrannt einfach. Verbrannt einfach, geil. Oh, ätzend. Wie lange sollen das bitte dauern? Toll, wenn wir erstmal im Nether sind, haben wir so viel Lava, da, boah, ne, da können wir uns reinlegen. Na, setz da nochmal Holz hin, bringt ja sonst nichts. Okay. Ups. Habe ich die Lava jetzt kaputt gemacht? Ne, ist noch da. Gut. Jetzt weg. Ja, du hast sie auch eingesammelt. Och, ist das nervig. Da müssen wir ja jetzt irgendwie uns unterhalten in der Zeit. Wir können die Lava jetzt auch nicht weiter zum Cobblestone machen benutzen. Doof. Geh mal auf Jagd dahin. Sind da Viecher? Ich will auch.
Oh, ich sollte vielleicht ein Schwert mitnehmen. Eben war ein Creeper hier. Pass auf, hier das. Hier ist ein Enderman und ein Skelett. Skelett ist alles hier am Start. Skelett ist runtergefallen gerade, oder? Pass auf, dass das Skelett dich jetzt nicht runter hat, ne? Du wirst übelst. Creeper ist runtergefallen, glaube ich auch. Ja, sind beide weg, ne? Alles weg. Der Baum hat keinen Bock. Ne. So sieht unsere Plattform bis jetzt aus. Ich glaube, eigentlich müsste man so halbstündige Teile hochladen. Das ist auch irgendwie sonst. Sonst irgendwas futtern machen. Ja, wir haben ja Melonensamen, aber wir haben kein Wasser. Wasser haben wir. Ja, eins, ne? Ich esse die Melone. Nee, nicht. Das ist unsere einzige Melone. Wie kriegen wir denn da Samen raus? Musst du irgendwo auf den Boden stellen, aber lieber. Nee, lieber nicht auf den. Warte mal. Oder kann man die Stell die mal auf die Erde. Geht nicht. Hä? Ich kann die nur essen. Eigentlich kann man die irgendwo hinstellen und dann zack kaputt hacken. Ich kann die nur essen und wegtun. Tja, wenn man jetzt mal wüsste, ne? Tja. Gute Frage. Essen ist ja Quatsch. Oder kriegt man vom Essen Samen? Nee, die kackt man nicht wieder aus. Melone. Wenn man Melonen zerstört, erhält man 3 bis 7 essbare Melonenscheiben. Ja, toll. Und wenn man die Melone im Inventar hat? Ah, du kannst die Melone ins Inventar tun und Samen rausholen. Ja, ich erinnere mich. So, jetzt haben wir Melonensamen. So, und wenn wir jetzt. Warte mal, ich weiß nämlich noch, wie man die anbaut. Ich mach das mal hier kaputt. Ist da noch was drin? Nein. Den Fornaze mal kaputt machen. Und dann nämlich folgendes. Warte mal, ich mach den auch mal kaputt. Tu den mal woanders hin. Dahin. Dahin. Und jetzt machen wir das nämlich so, dass wir hier und hier. Und, ups, da ist ein Loch. Da muss was hin jetzt. Ja, wir haben nichts gerade. Scheiße. Dann muss ich das gerade wieder einsammeln gehen. Der Baum ist drüben gewachsen. Yes. Das hat aber lange gedauert. Hier sind die Bäume auch gewachsen. Was ein Wunder. Was wollte ich jetzt machen? Brain lag. Apfel, lecker. So. Und dann nämlich. Ach man, ey. Dummes Ding. Alter, wir haben ja doch ganz schön viel Erde. So. Dann so. Und jetzt können wir das Wasser da wieder reinsetzen, wo auch immer das hin ist. Was ist denn das jetzt hier? Ja, ich will jetzt die Melone anpflanzen. Setz mal das Wasser da rein. Hier muss aber das Wasser. Dann geht das Ding nicht mehr. Dann tu das Wasser dahin. Hier. Genau. Und jetzt.
Was machst du denn? Nein, das muss ein Kreuz bleiben. Genau. Wenn wir jetzt das Kreuz hier weiterhin bauen müssen, dann wäre die Maschine noch gegangen. Ach, scheiße, Rolf, wir können auch die Maschine woanders hinbauen. Oder? Nein. Nicht so geil. Jetzt habe ich... Ja, dann mach du das mal. Man muss ein Kreuz bauen. Ja, man muss ein... Es fällt doch runter. Man muss ein Kreuz bauen, weil die Melonen, die Melonenpflanze an allen vier Seiten eine Melone absondern kann. Kann. Und man muss... Scheiße, hier unten ist... Das brennt an einer Ecke weg hier und dann ist fertig. Das ist voll kacke. Vielleicht muss... Weiß ich auch nicht. Vielleicht muss man das auch irgendwie höher bauen, da das mit dem Holz oder so, dass sich das entzündet weiter. Das ist auch Quatsch, ne? Hm? Tja, ich weiß es nicht. Doof. Das ist wirklich doof. Ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt hinkriegen, dass das endlich darauf übergeht. Vielleicht muss das auch noch ein Stück weiter weg, die Lava, also dass die halt das entzündet. Ist ja auch Quatsch. Ja, wir werden uns jetzt erstmal nochmal erkundigen, wie das hier genau geht. Bis gleich. So, leider haben wir jetzt den großen Augenblick verpasst. Wir haben ein bisschen was falsch gemacht. Wir mussten das Holz also nicht auf den Boden packen, sondern einen drüber. Dann hat sich das quasi übertragen auf das Portal und jetzt ist das Portal an und wir sind jetzt total gespannt, was sich dahinter befindet. Ich werde jetzt erstmal die wertvollen Sachen in eine Kiste tun und dann werden wir mal uns auf die andere Seite begeben. So. Erde auf jeden Fall weg. Ja, was nehmen wir denn mal mit? Den Eimer. Können wir ja schlecht mitnehmen. Ja, hier ist auch nichts los. Du bist ja schon ohne mich gegangen. Ui, 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 ui. Was hast du da kaputt gemacht? Was war da jetzt drin? Ein Eisblock, Zuckerrohr und ein Sapling. Ein Birkensapling. Ein Birkensapling. Okay. Glowstone. Hier ist ja gar nichts im Nether. Ich dachte, hier wäre irgendwas Cooles. Nee, hier ist es nicht. Glowstone. Brauchen wir eigentlich für nichts weiter, ne? Nö. Nee. Ich find's krass, dass man hier irgendwie überhaupt kein Eisen oder sowas hat. Hm. Dann gehen wir mal wieder zurück. Dann gibt's hier ja, bis auf, dass wir jetzt eine Wasserquelle haben und so und ein bisschen Zucker, nichts weiter zu holen.